Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem Tante Günner, auch bekannt als, ihr wisst, was ich meine. So, wir sind noch unterwegs in den Peenemünde-Archiven und müssen denjenigen, der die klauen will, irgendwie aufhalten, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt. Ob er hier dabei ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier vorsichtig sein. Günner, leg dich mal hin. Schau mal, 33 Chance zu treffen, okay. Da können wir, glaube ich, auch einen richtig gezielten Schuss versuchen. 90%. Nice. Sehr schön. Und weg ist er, verschwunden im Nirvana. Okay. Carmelita. Meine Hübsche, was machst du denn am besten hier? Du musst erstmal nachladen. Hock dich mal hin. Gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Ja, ich auch. Hast du gut gemacht. Wir müssen ein Schrittchen vor mit Abala. 33 ist nicht gut. Fuck. Da hinten scheint noch jemand zu sein. Wow, der Typ ist aber ganz schön nahe gekommen. Junge, Junge. Die sind echt aggro. Fies, fies, fies. Ja, also am Anfang der Mission habe ich gut ein paar Mal gefailt. Ich hoffe, dass mir das diesmal nicht passiert. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein, zwei Leute mehr hätte, würde ich mal hier hinten gucken, was da los ist, ne? Aber das geht so ja nicht. Dann machen wir Folgendes. Kaum. Wie sieht das aus bei dem? Er kostet 18 AP so ein Schuss. Aha. Dann machen wir das doch mal. Scusa. Alles in Ordnung? La meritate. Oh, Carme, ohne Witz. Du hast Abala in den Kopf geschossen. Boah, Abala, du Pappnase. Mann, 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 Mann. Den treffe ich nicht da drüben. Den könnte ich treffen da drüben. Gut. Verstecken ist nicht. Ja, hier, zwei Leichname noch mitgenommen, aber den Typen dahinter nicht getroffen, ne? Ah, wenn uns die Gegner schon nicht töten, erledigt Karm das für uns, ne? Ein kritischer Treffer auf die Distanz. Aha. Boah, Alter, die Leute sind so böse. Und wir sind halt noch lange nicht durch, ne? Wir sind noch lange nicht durch. Das wird noch ein bisschen dauern. Oh, fuck. Okay. Hoho, du Mistratte! Das gibt's ja echt nicht, ne? Approvazione. Das war's. Jetzt ist der mit leeren Händen da. Aha. Hat irgendeiner einen Interrupt gekriegt, oder was? Wir bräuchten halt eine MG, dann könnten wir hier ganz anders Druck machen, aber das hat man halt am Anfang noch nicht. Ja, das ist halt echt so eine Nummer. Komm noch ein bisschen näher. Un altro.
So, Abala, jetzt wird's wieder gefährlich für dich. Lad mal nach. Geh nur ein Feld vor und da legst du dich dann gleich auf den Boden. Ja, und dann müssen wir halt noch, also wenn wir hier runtergehen, kommt halt die zweite Ebene von der Mission, ne? Das wird ein schöner Spaß. Und die ist auch nicht gerade viel einfacher als hier. Oh, gut. Das gibt Verletzte. Aha. Approvazione. Komm, lad dein MG auch noch nach. Deine SMG. Und abwarten. Die Leute sind halt auch mit ihren 4% Trefferwahrscheinlichkeit von da hinten tödlich, weil die KI kriegt es halt irgendwie immer hin, und unter den unmöglichsten Bedingungen zu treffen. Ach ja. Boah, aber was habe ich in dieser Mission bisher gefailed? Gefailed, ja, gefailed. Gut. Spring, 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 spring. Oh. Ah, so ein Mist. Ich war nicht richtig vorbereitet. Na, ich weiß nicht, ob es daran lag. Oh, jeez, mein Kies. So, Zeit für den Blattschuss. Günner, mach ihn selig. Gut. Aber wir wissen ja, da ist ja noch einer. Verbind dich mal selbst erstmal. Dem Colonel verdanke ich meine medizinische Ausbildung. Sie hat mich erneut gerettet. Aha. Ups, Moment, nein. Hier, da. Aber da wird halt so viele. Wird halt hier so viel medizinisches Geschick ansammeln. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Abala, ich dachte, du bist ein Spezialist. Sind wir hier? Wundpflaster, die sollten wir mitnehmen. Noch eine MP40 Mark II.
wenn wir noch Mausermunition bekommen, wäre das eigentlich auch ganz geil. Und wir müssen noch die Teile des Bernsteinzimmers mitnehmen. Wir speichern mal an der Stelle. Komm, komm, lauf da hinten hin, meine Gute. So, Abala. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Günther hat alles nachgeladen und so weiter. Ruh dich möglichst aus. Ansonsten ist alles bestens. Diese Synchro, die ist einfach so... So falsch. Die ist wirklich einfach so falsch. Ja, klar. Ich bin dankbar, dass ich dich heilen durfte. Das klingt halt auch einfach so grenzdebil, ne? Prenderebbe un miracolo. Approvazione. Was immer du willst. Pardon, aber den Befehl muss ich verweigern. Macht nix. Oh, fuck. So eine Wunde hält mich nicht auf. Das ist halt so geil, ja, dass er ihn nicht sehen kann und er ihn aber sieht und halt direkt eine volle Ladung mit seinem MP darauf ballert. Ach, weißt du was, komm, es ist egal, wir können es ja versuchen. Was immer du willst. Punja. Ja, toll. Wirklich super. Wir sind halt mega verletzt, haben nichts mehr auf der Pfanne und müssen da jetzt irgendwie durch, ne? Abala. Und das wird noch ganz häufig in diesem Spiel passieren. Du bist in Lebensgefahr. Hoffentlich weiß jemand, was zu tun ist. Ja, ich hoffe, du weißt, was zu tun ist. Das wird immer wieder passieren. Achso, warte mal. Ja, komm, du kannst dann eigentlich jetzt rennen. Nimm mal hier die Granate damit. Der Günner muss mittlerweile aussehen wie eine Mumie, so wie der Abala den mit du bist in Lebensgefahr. Tape hier eingewickelt hat. Hoffentlich weiß jemand, was zu tun ist. Okay, was haben wir da oben? Noch ein
Wundpflaster. Wir können mal gucken. Also manchmal ist hier oben noch jemand hinter den Kisten da. Genau, der Abala, der massiert dich noch ein bisschen, Günner. Lad mal nach. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Ich bin dankbar, dass ich dich heilen durfte. Es ist so schrecklich, diese Synchro ist so miserabel. Okay. Wundpflaster nehmen wir auch noch mit. Ich habe verstanden. Nimm dein Wundpflaster noch mit. Und noch ein bisschen Munition. Was immer du willst. Nee, warte, das kann man noch nicht so machen. Du brauchst die hier. Moment mal. Oder hat das sonst noch jemand? Karm hat noch so Zeug. Ich kann noch mal Karm gerade die Goldbarren geben. Hier ist unser Goldesel. Fehlt nur ein ganz klein bisschen was. Okay, gib das Ding noch an Abala. Gib Abala noch diese. Also, wir haben nicht mehr genug Aktionspunkte, ne? Komm, gib Abala noch hier die Billiggranate. Vielleicht gehe ich doch einen Schritt vor. Was immer du willst. Was ist denn das für ein Stück Holz, sag mal? Ist das Mahagoni oder? Okay, now we're talking. Subito. Leg dich mal hin, Kam. Es soll dich eine Möglichkeit jetzt noch nicht entdecken. Hoffentlich lässt der Feind keinen Angriff auf den Hinterhalt. Natürlich, klar. Er kommt mit seiner schrottigen TT und landet erstmal. Wir sollten hier verschwinden. Einen schönen Treffer. Okay, wisst ihr, Jungs, das da können wir vergessen. Das haut nicht hin. Das müssen wir dann anders machen. Ich meine, wir haben theoretisch genügend Munition, ja. Nice.
Fuck. Höre ich richtig? Wäre saugut gewesen. Du verlangst Unmögliches. Wäre saugut gewesen. Aber gut, immerhin haben wir den ordentlich erwischt. Leg dich am besten nochmal hin, komm. Okay, gut. Gut. Ich füge meinem Feind Verletzungen zu. Hier, so sieht das aus, wenn ich da reinfeuere, ja? So, zur Orientierung. Ja, ich muss mich noch umdrehen, deswegen habe ich noch keine guten Trefferchancen. Gut. Ich hätte dich töten sollen. Und jetzt, Achtung, kritischer. Na, kritischer, Tatsache. Kann ein Humano lassen. Ich verliere jede Menge. Das speichere ich jetzt auch mal, das ist mal wieder fair. Du Mistratte, du mit deiner Scheißknarre. Was soll ich dazu noch sagen? Den nehmen wir komplett auseinander. Komm. Das gibt Verletzte. Das gibt Ultraverletzte. Halbes Magazin drauf gewämst. Und ein Treffer war dabei. Aber der ist kritisch, der ist auf jeden Fall kritisch. Schade. Der kann nicht mehr viel, der kann nicht mehr viele Hitpoints haben. Okay, Günther, weißt du was? Komm, schieß das Ding da auch noch weg. Warum ist die Chance zu treffen da null? Du stehst doch direkt davor. Karmelita, du bleibst da liegen. Einfach so. Für einen hoffentlich kein Angriff aus dem Hinterhalt. Ich würde es nicht sagen. Boah! Er hat sich nochmal anders überlegt. Und noch ein Stückchen rüber. Kann ich den Balken da wegschießen? Naja, fast, ne? So, wenn er jetzt nochmal kommt. Gut, jetzt machen wir einen gezielten Schuss. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Das ist in der Tat ziemlich gut, Karm. Das ist ziemlich gut. Okay, wir safen. Ups, das ist die Konsole, die braucht man nicht. Die habe ich nochmal von meinen diversen Modding-Versuchen aktiviert. So, ich glaube, da ist noch einer. Approvazione. Muss man gerade gucken, wie ich das am besten jetzt mache. Immer noch nach da. Aber schau schon mal in die Richtung. Hock dich hin und mach mal hier den Ententanz an. Höre ich richtig?
Du verlangst Unmögliches. Kam, du bleibst aber ganz normal stehen. Was immer du willst. Okay. Gut. Also, wenn gut ein anderes Wort für schlecht ist. Ja, gib ihm den fucking Interrupt. Fick dich, ey. Fick dich einfach nur. Das ist nicht wahr, ne? Kann es kaum erwarten. Hoffentlich lässt der Feind Gnade walten. Ich bin ungedeckt. Bist du? Ja, kann er dich wirklich sehen? Na, Tatsache. Ich habe verstanden. Upsala. Ich mache es schnell. Kein Problem, wenn ich unbemerkt bleibe. Ich weiß nicht, also es sieht ja momentan so aus, als könnte er uns nicht entdecken, ne? Wir sollten hier verschwinden. So, jetzt starten wir den Kampf. Kam. Hocke. Volle Möhre. Gut, ja, warum nicht gleich so, ne? Aber nee, der Typ, der guckt die Wand an und entdeckt uns halt trotzdem und macht uns dann kalt. Das ist halt leider etwas, was häufig bei diesem Spiel passieren kann. Ja, jetzt kann natürlich sein, dass hier noch diverse Feinde rumgammeln. Was macht man in so einer Situation? Ich dachte, ich hätte kaum das ganze Gold gegeben. Irgendwo muss ich Zeug liegen gelassen haben. Oder auch nicht, komisch. Ich dachte, ich hätte es irgendwie anders gemacht. Ja, klar. Okay. Schlechter Plan. So, wir nehmen uns die ganzen Gewehrladestreifen mit. Ich bin über 30 und nicht mehr so stark, wie ich mal war. Dann nimm die Granate noch mit.
Okay, da ist keiner. Da kommen wir ja her. Schlechter Plan. Ja. Autsch. Ich hab's befürchtet, als ich gemerkt habe, dass ich sie hier sehen konnte, ne? Okay. Dreh ich mal um. Ach du meine Fresse, du willst mich verarschen, Spiel. Ohne Witz. No. Solange er in diesen Leichenberg vor sich schießt, ist es ja noch alles in Ordnung. Dann taste dich da mal langsam ran. Approvazione. Wenn ich jetzt dann wenigstens ein Gewehr hätte. Mit dem man nein, diese Pfosten hier, die machen einem echt die ganze Strategie kaputt. Ich glaube, ich kann gleich nochmal laden, oder was? Okay. Oh, null Chancen zu treffen, das ist so klar. Okay, komm, dann machen wir das so, dann schieß du doch erstmal. Siete benvenuti. Schade. Kann Günther da irgendwie auf ihn schießen? Nee, ne? Okay, Abala, du wirst das machen. Gut. Günther, du pushst dich an der Seite ran. Kannst du dich jetzt hinlegen? Gut. So, in der Hocke ging das aber doch. Was ist denn jetzt hier wieder los? Irgendwie von ging das doch, dass du auf ihn schießen konntest. Gut, 20 Treffer ist halt ziemlich schwach, aber besser als nix. Wie viel hast du mit einem normalen? Okay, gut, dann versuch das. Prenderebbe un miracolo. Schön. Hier sind immer noch Leute. Höre ich richtig? Du verlangst Unmögliches. So, die Enfield, die lassen wir hier liegen. Und du kannst da irgendwie so ein Magazin mitnehmen. Gut, gut, gut. Okay. Was immer du willst. Schön.
Also vom Setting her ist diese Map hier wirklich furchtbar. Weil man andauernd irgendwelche Hindernisse hat. Also ich könnte jetzt da runter. Wir müssen mal gucken, ob hier noch irgendwo irgendwelche Leute rumrennen. Ich hatte auch mal, dass da hinten einer gehockt hat. Der hatte dann irgendwie ein Gewehr und hat mit zwei Typen erschossen. Also zwei Headshots hintereinander. Das war auch eine geile Mission. Schlechter Plan. Was war das? Eine Mauser M98, aber die haben wir, glaube ich, ne? Ja. Verstanden. Okay, ne, ich glaube, dann haben wir alle Gegner hier oben ausgeschaltet. Was dann wohl auch darin zum Ausdruck kommt, dass wir jetzt eine Etage tiefer gehen können. Also ihr seht hier diese ganzen Balken und so weiter, die engen die Bewegungsfreiheit meiner Figuren oder der Charaktermodelle extrem ein. Okay. Dann machen wir an der Stelle einen Cut und sind dann im nächsten Level wieder da. Ich bitte alle Fails zu entschuldigen und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.